Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Def Pro Online. Heutiger Deck Bros Jaden 7 mit einem Head-Deck. Ja, ihr habt richtig gehört. Das gute alte Hand-Trap-Tricks-Artifacts oder Hand-Artifacts-Trap-Tricks. Ja. Schauen wir, was haben wir denn? Wir haben eine Longinus-Lanze. Was kommt die nochmal? Das war die uninteressante, schade. Das heißt, wir holen den Rai-O. Ich glaube, ich setze nur die Bottomless, falls ein Twin Twister kommt. Okay. Starlight John. Zeig doch mal, was du spielst. Oh. Dagegen habe ich sogar was im Deck. Leider nur im Deck und. Okay. Das langt nicht. Und wenn der Pendel spielt, will ich mir die Bottomless eigentlich aufheben. Ach so, das ist eine externe Beschwörung, das geht. Das glaube ich, eine interne Beschwörung. Also, ich könnte den jetzt... Lass ich aber mal noch... Extern. Ich meinte intern, nicht extern. Pardon. Ach ja, vorhin fragt, warum ich alleine bin. Jakob ist nicht da. Ich erzähle mal kurz die Story, nämlich der Grund, warum gestern kein Video kam, also kein Yu-Gi-Oh! Video, war, dass wir uns beim Vorproduzieren verrechnet hatten. Und der Grund, warum er jetzt nicht da ist, ist, dass er, nicht da ist, das ist klar. Nein, der Grund war, nach der Gamescom hat er gleich noch was vorgehabt. Was ihm intelligenterweise aber erst direkt vor der Gamescom eingefallen ist, weswegen wir nicht mehr rechtzeitig vorproduzieren konnten. Das ist doch der Gigabyte, okay. Will ich nicht, muss ich aber. Also sonst wäre es einfach reingerannt und dann wäre der Rai-O auch für den Arsch gewesen. Ist leider kein allzu überragendes Blatt. Ich glaube aber, der wird nicht so allzu viel verbannen. Das heißt, ich könnte theoretisch auch die Longitude-Lanze setzen. Falls er doch schießen sollte. Und ja, dann besteht zumindest die Chance, dass er die erwischt. Na ja, gut, dass ich den Drachengruben jetzt raussucht, war klar. Skala hat er damit, aber ich habe noch ein bisschen was als Antwort. Weil er nichts von das Dolles. Ich will jetzt nicht die Dionea setzen. Machen wir es mal so. Gut, er wird schießen, das ist klar. Die Frage ist, wie oft schießt er? Ich meine, gut, wenn er nur einmal schießt und die Longest-Lanze erwischt, dann ist... Das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, Kumpel. Ach, wir können jetzt der Bottomless dodgen. Indem du eins holst, das nicht 1500. Also Quatsch, aber natürlich, das geht natürlich doch die Bottomless, aber. Ah, jetzt red mal langsam. Ja, ich hätte jetzt natürlich auch warten können, die Bottomless machen, aber dann hätte halt das 1200 dafür ich überlebt. Hätte dann nach den Exis kommen können. Nein! Mir aus der Stufe 5. Aber gerade gut, weil jetzt kommt die Feuerhand ins Spiel und du kannst nicht mehr herpendeln, weil du keine Skala mehr hast. Dann schieße ich aber, glaube ich, erstmal den da. Weil an den komme ich nicht vorbei. Eishand, bitte. Ach ja, der gute alte Hedge-Scheiß.
Könnte ich machen, will ich aber nicht. Wobei, warum eigentlich nicht? Er müsste jetzt wirklich eine Skala nach... Nicht riskieren, nicht riskieren. Ich habe was und das langt mir im Moment. Also, ich nehme 600 Schaden. Und räume sein Feld leer. Im nächsten Zug kann ich dann immer noch den Topf machen. Also kein Grund hier, sich übermäßig in Risiken zu begeben. Ich meine, gut, auch wenn der es in Skala nachgezogen hätte, der nur begrenzt viel machen können, weil er nur eine Karte im Extra-Deck gehabt hätte. Trotzdem, sowas muss einfach nicht sein. Und ich meine, ich habe den Traptrix Traphole Nightmare. Er hat nix. Insofern sind die Sachen, die jetzt kommen können, relativ begrenzt. So, jetzt kann ich immer noch den hier machen. Ah, Marmelow, da haben wir dich ja. Wobei es Traptrap-technisch in meinem Extra-Deck in meinem Deck für jetzt ein bisschen mau aussehen könnte. Ja, ich hatte nämlich nur noch die Time-Space. Aber primär geht es um die Marmalow im Friedhof zu haben. Und dann die Dionea zu enablen. Xyz geht leider noch nicht, weil ich habe ja den Topf gemacht. Macht aber gar nichts. Weil die Sache mit Pendel ist halt, wenn die mal ihr komplettes Zeug verfeuert haben. Yep. Bis gleich zur Deckbewertung. So, da sind wir wieder. Wir haben zweimal die Sense, einen Moraltak, eine Longinus-Lanze, ein Raio, zweimal Dionea, dreimal Marmelow, dreimal Feuerhand, dreimal Eishand. Eine Glow-Up, zweimal Instant-Fusion, ein Reiki, zweimal Top der Gegensätzlichkeit, zweimal Artefakt-Zündung, eine Timespace, dreimal Heiligtum, eine Bottomless, ein Traptrix-Trap-Hole-Nightmare, zweimal Drowning Mirror Force, ein Torrential, eine Vanity, zweimal Ruf der Gejagten, dreimal Feierlicher Schlag und eine Warnung. Extra-Deck haben wir einen Nodens, ein Amades, ein Ungeheuer, ein Utopia Lightning, Blades, Volkasaurier, Durendal, Dark Rebellion, Utopia, Ragnar Zero, Riesenhand, Kastel, Daigusto, Abyss Dweller und Rafflesia. Ja, also Vierer Xyz technisch ziemlich Standard. Utopia Lightning, warum nicht? Wegen dem sagt man ja nichts mehr, haben wir ja schon gesagt. Mehrfach. Wobei ich aber glaube, ich statt der Ragnar Zero lieber ein Direwolf spielen würde. Eishand hin oder her. Weil ich meine, klar, wie gesagt, du hast die Eishand. Aber die wird... Also, muss man nicht. Sag ich jetzt, das ist nur eine reine Präferenz. Meinerseits. Ich würde trotz der Eishand den Direwolf spielen. Einfach, weil er einerseits flexibler ist und B, mehr Impact hat als die Eishand, die man nicht ganz so leicht enabled, aber die Eishand selbst natürlich stark genug, deswegen muss man den Direwolf nicht spielen, wenn man es nicht will. Also dafür gibt es keinen Abzug. Dann Artefakt technisch hat natürlich ein bisschen abgegradet werden müssen. Sense, Moral, Tack passt auf jeden Fall. Die Sache ist halt die Zahl der Artefakte. Du hast gerade mal 4 mit der Longinus-Lanze, die man ja eigentlich nicht setzen will. Also mäßig setzen will. In der aktuellen Meta gibt es jetzt gerade nicht so viel, dem die Longinus-Lanze richtig hart und die Parade fährt, deswegen kann man die auch gerne mal benutzen, also da ist drum. Als aktive Handtrap wird die wohl eher nicht so häufig zum Tragen kommen, also passt das schon. Weil die Sache ist halt, dass sowohl Artefakt-Zündung, das kurz geleckt, als auch Artefakt-Heiligtum Artefakte im Deck brauchen, sonst sind die Karten tot und du hast hier nichts, um tote Karten zu verwerten. Ich meine, klar, dass du alle 5 ziehst, ist hart unwahrscheinlich. Die Frage ist halt nur, wie groß ist die Chance, dass ich Heiligtum und Zündung rausbekomme, bevor ich zu viele Artefakte nachziehe. Aber lässt sich im Notfall über den Emerald regeln. Also, wie gesagt, sei es drum. Dann Rafflesia auf wie viel Triples haben wir? 1, 2, 3 ist in Ordnung.
Da du aber ziemlich auf Anti gehst hier mit dreimal Strike und Warnung und dann noch Torrential, würde ich vielleicht statt dem Torrential lieber eine vierte Fallgrube spielen, weil du suchst die Fallgruben mit der Marmalow sowieso. Ich meine, klar geht's bei der vor allem um den Crush-Effekt, aber der Sucheffekt ist halt auch ganz gut von den Fallgruben. Und wenn du dann Marmalow und Rafflesia hast, sind drei Fallgruben, weil du sowieso komplett auf Anti gehst. Weil es ist Head. Head ist Anti. In seiner Sicht. Und wie gesagt, hier noch mit dreimal Strike und einer Warnung und der Drowning Mirror Force und hast du nicht gesehen und blibablub, würde ich, wie gesagt, statt dem Torrential lieber noch eine Fallgrube reinpacken. Einfach für Marmalow und Rafflesia, damit man da ein bisschen flexibler ist. Weil klar, Torrential ist gut, vor allem weil er halt auch mit den Händen synergiert, aber halt auch nicht mehr ganz das, was er mal war. Ne, Quatsch, schützt ja gar nicht, müsste durch den gegnerischen Karteneffekt zerstört werden. Ja, dann sowieso nicht. Dann würde ich jetzt recht eine Fallgrube spielen statt dem Torrential. Stimmt, die müsste durch den Gegner zerstört werden. Ja. Dann also, wie gesagt, vierte Fallgrube statt dem Torrential. Glow Up. Du bist in dem Deck nicht so hart auf die Normalbeschwörung angewiesen, weil die Artefakte specials du. Hände einmal geholt, sind die auch da. Das Deck spielt langsam, das heißt, die Normalbeschwörung wirst du irgendwann erübrigen und somit kann man die Ballball zweimal benutzen, was okay ist. Aber du millst halt aktiv überhaupt nichts und hast sonst keine Möglichkeit, die irgendwie rauszusuchen. Das heißt, mehr als mäßig gut ist die hier auch nicht. Ich meine, klar, Netbeast super gegen Pendel und passt zum Anti, wenn man es First Turn rauskriegt. Und da sieht man das Problem. Wie soll das Deck hier First Turn das Netbeast rauskriegen? Ich meine, klar, jetzt hatte ich den Gegner hier festgenagelt. Wenn ich da einen Netbeast rausgelegt hätte, wäre komplett GG gewesen. Aber eigentlich will man mit dem Netbeast ja finden, dass der Gegner überhaupt erst gar nicht in Fahrt kommt. Und ein Deck, das so langsam spielt, was den Gegner sowieso daran prima hindern kann mit dem ganzen Käse, das Netbeast dann irgendwann später im Spielverlauf rauszukriegen, wo die Pendelkarten dann schon liegen, ist nicht so ganz das Wahre. Armadas ist okay. Gut für einen Finisher-Schlag. Ich hab grad nicht mehr alle 6er Synchros im Kopf. Gibt's da noch irgendwas Brauchbares, was man holen könnte? Weil ich dachte mir halt wegen hier den Artefakten, dass man da noch irgendwas reintun könnte. Aber da gab's, glaube ich, nichts, was mehr als nur in Ordnung gewesen wäre. Also jetzt nichts, was man um jeden Preis haben muss. Wobei Koralldrache sei. Oh doch, Koralldrache kannst du reinpacken. Ja, Koralldrache wäre eine Idee. Ja. Gut, dann kriegt das Deck, so wie es ist, 11 Punkte. Head ist nicht mehr das, was es mal war, weil halt die Artefakte auf den Deckel gekriegt haben und alles andere drumherum. Aber es ist immer noch ganz nett und super, wenn man den Gegner ankotzen will. Es sind ein paar Mängel drin. Also wie gesagt, korrigier die. Und ja, ich würde noch eine 6er, wie gesagt, sowas wie die Namen vergessen. Koralldrache würde ich noch reinpacken. Und ja. Dann soll es das für heute gewesen sein. Wenn ihr unsere Decks schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ich hab das